Ja, Freunde, ich bin heute hier bei Aibach und ich bin wieder zurückgekommen, denn ich habe hier was abgegeben. Vor längerer Zeit schon, ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, bin ich dran, mit einem Opel Ascona für die Rally Legend den herzurichten. Aber wo dann die erste Ausfahrt gemacht wurde, war so, das Fahrverhalten war sehr, sehr abenteuerlich. Also das Fahrzeug ist sehr, sehr stark vorne eingetaucht. So vom ganzen Bändigen war es auch nicht so einfach und dann ist mir natürlich eingefallen, da gibt es ja jemanden, ich war schon mal da, Aibach und natürlich der Stefan, der kann mir sicherlich helfen, ich bin jetzt da, ich will sehen, was ist passiert, wie schaut es aus, auf geht's, mitkommen. Sudele, Stefan! Der Niki, servus! Habe die RS, servus! Grüß dich, wie sieht's aus? Ja, mir schaut's gut aus, aber hier, wie geht's dem Patient? Den Patient siehst du, er steht auch ganz ordentlich da jetzt, oder? Also gleich, wenn man reingeht, merkt man schon. Also vorne schaut er schon mal viel besser aus. Wir haben ja wesentlich mehr Bodenfreiheit, was ja fürs Rallyfahren sehr, sehr wichtig ist. Genau, du hattest uns ja, oder mir ja ein Video geschickt und auf einmal stand ein schönes Auto hier, wo wir uns dann ein bisschen dran austoben durften. Ja, und man hat ja damals auf dem Video schon gesehen, oder was du auch geschrieben hast, dass er schon sehr stark untersteuert einknickt. Ja. Dem war auch so, haben wir auch sehr schnell die Ursache für gefunden. Ja, haben das Auto generell erstmal 2,5 cm vorne höher gemacht, hinten 5 mm, vorne extrem die Federrate angepasst, dass er jetzt besser da steht. Ein paar Sachen wollte ich dir ganz gerne eben zeigen, was wir gemacht haben. Ja. Und dann würde mich natürlich interessieren, wenn wir ein bisschen fahren. Wir haben einen Verkehrsübungsplatz in Olpe geblockt heute. Da können wir uns gleich ein bisschen austoben. Deswegen freuen wir uns gleich auf dein Feedback, aber lass uns mal gerade ein bisschen was anschauen. Man sieht schon schön die roten Federn drin. Genau, was uns halt sofort auch aufgefallen ist, Opel hat ja auf der Vorderachse diese ältere Achskonstruktion, wo der Puffer normalerweise hier in der Feder sitzt und da war halt nichts mehr verbaut. Deswegen haben wir dir da jetzt so Parabelendanschläge reingebaut, oben eine Nietmutter reingemacht. Also die kannst du auch gegebenenfalls von der Länge und von der Schorhärte anpassen. Okay. Nur hier stützt er sich halt dann schön nach 15 mm ab. Ja, was dann natürlich auch nochmal eine schöne Progression in die Einfederungscharakteristik bringt. Klar, ja. Federrate hatte ich ja gesagt, haben wir dementsprechend angepasst. Jetzt passt es vom Frequenz von vorne nach hinten auch deutlich besser. An der Hinterachse mussten wir gar nicht so viel machen, haben die Federrate minimal verändert, okay, dass es jetzt halt perfekt zur Vorderachse passt. Ansonsten, denk mal zum Auto, kannst du uns so ein bisschen was sagen, was ihr da so mit vorhabt oder was da so mit passieren soll, ne? Ja, gut. Also wie gesagt, wir machen ja Rallye, da geht es ja nicht so, dass er knochenhart ist. Nein. Oder so. Wir brauchen ja auch Federweg. Das Ganze soll ein bisschen höher gehen, denn wenn man jetzt also schaut, unten ist dann doch relativ der Auspuff und der soll ja nicht hängen bleiben. Also von dem her, das passt eigentlich alles. Also sehr, sehr schön eben das ganze Verständnis eben mit diesen Gummis, weil es ist halt, wenn das Eisen auf Eisen, dann puff, geht es gleich los. Und deswegen geht man auch zum Fachmann, dass einem geholfen wird. Also es schaut wirklich sehr gut aus. Es ist ja immer wieder schön, wenn man auch mal so Youngtimer hat, wo man noch wieder ein bisschen was dran machen kann und sich ein bisschen dran verwirklichen kann. Deswegen bin jetzt echt gespannt, was du gleich sagst, wie sich das Fahrverhalten ändert. Und wir hoffen, dass wir da eine ganz gute Basis für euch geschaffen haben. Genau, also soweit die Theorie. Jetzt geht's zum Fahren. Ja, jetzt machen wir gerade mal eben noch einen Luftdruck und dann packen wir noch einen Hänger. Und das Wetter passt heute auch sehr gut. Ein Träumchen. Ja. Wie alles hier. Zwei Bar, zum Sachen. Niki, angekommen, Verkehrssicherheitszentrum Olpe. Perfekt. Ausladen, los geht's, oder? Genau, er ist ja nicht angemeldet, deswegen abgesperrte Strecke erstmal. Genau. Und wir sind alleine, das ist das Wichtige. Ja, kann man jetzt ein bisschen spielen. Thank you.
Ja, Niki. Es ist viel Arbeit. Kommst du raus aus dem Ding? Ja. Du hast mich zwar ein bisschen schwindelig gefahren, aber was soll ich sagen? Ja, aber dann hättest du vorher mitfahren müssen, dann wärst du noch schwindeliger gewesen. Weil jetzt, guter Job. Aibach, Stefan, ihr wart wieder mal klasse. Das Auto fährt sich ganz anders da. Ja, sagen wir so. Also er ist schon sehr stabil in der Lenkung. Ne? Es ist jetzt in Wechselkurven, also wo man über so leichte Kuppen oder sowas, es ist einfach dirigierbarer. Und dann auch in die langen Kurven, er taucht nicht so weit ein, wo eigentlich heute halt ja wirklich, du darfst ja schon, also fahren wir auf der Bodenplatte dahin oder sowas, alles wieder mal hervorragend gemacht. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ich sag sehr schön. Freut uns, dass wir auch mal wieder so Youngtimer ein wenig auf die Sprünge helfen. Ja, genau. Das ist ja eben die etwas andere Sache, hörst du ja nicht alltäglich, aber es war eine wirkliche Gaudi. Ich sage mal vielen, vielen Dank. Wie immer wieder gerne. Genau. Und du hast gesagt, wir haben das ja fast einen Vormittag. Dann hätten wir noch eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so. Doch ein bisschen trainieren gehen. Alles klar, dann fahre ich. Willst du mit oder? Na, ich schaue mir das dann jetzt mal von außen an, wenn es okay ist. Das Klangspektakel. Kannst du mal von außen? Es ist ja wirklich von außen auch sehr geil. Danke nochmal. Also. Wir sehen uns. Stefan. Hä? Da fährt er, der Hersteller.